Oh, ja. Jetzt ist hell. Okay, danke. Ah, ist der Wolf, sehe ich ihn ja. Ich habe immer noch keine Schüsse, gell? Ne. Okay, meine letzte Ding ist kaputt. Gleich dann. Dann muss ich Nahkampf machen. Gegen Level 5. Oh, chill. Oh, ich hab nichts mehr. Weg, weg. Alter! Mann! Die Waffe ist schon kaputt gegangen. Hab's doch gar nicht gesehen. Meinen letzten fucking Halter brauchen wir. Naja, zweimal hat er zugebissen. Ich hätte noch in der Haltung bleiben sollen. Was für eine Kacke. Aber halt eindeutig zu Dings bin ich. Das Inventar wieder voll. So nervig mit dem Inventar hier. Da. Okay. Kann ich zumindest ein bisschen Range machen hier. Oh, was ist hier? Sind das Freunde oder Feinde? Oh, Feinde. Hoch. Ausdauer aufbauen. Der Scheiß ist. Das braucht Ausdauer, der Bogen. Jo. So nicht, welcher Bogen jetzt besser ist hier. Ich bin in der Gegend, wo ich glaube ich nicht hingehöre. War das der Häuptling oder was? Oh, keine Munition. Scheiße. So, der echte Moss ist es. Habe ich ihn überflogen? Ich habe einen Segen erhalten, Vulkar. Was sagt der aus? Yo! Okay, das ist krass, das ist so eine Falle. Bin noch mehr so Fallen? Ja, anscheinend. Taschenplatz. Braucht doch Heiltränke. Ja, komm, ein Mehl jetzt auch scheißegal. Heiltränke wichtig. Warum ist es nicht auf der 8? Warum ist es auf einem falschen Slot? Achso, weil das eine gegrillt, das andere ist nicht gegrillt. Okay. Also, was ich halt sehr, sehr interessant finde,
Man kann nichts auf den Boden legen. Du kannst einfach nichts auf den Boden legen. Du kannst nur wegschmeißen. Wie ist denn das gedacht? Also was? Ich habe noch nie sowas gespielt. Warum? Warum? Why? Also Fallen hier. Nee. Aber wo sind denn die nachts da waren? Mein Ziel ist aber oben. Das ist die Krypta da oben. Komme ich denn da hoch? Ich bin ja hierher geflogen mit dem Ding. Oh, meine Buffs sind weg. 8. 5. Oh, das ist ja krass mit dem Leben jetzt. Nice, so die Open World zu erkunden. Lanzenfasern, richtig scheiß auf die Dinge. Wie wenn du auf so eine Dose haust. Okay. Krypta der Jäger. Hat das andere Feuer gesagt? Da hier. Hast du entdeckt? Let's go, mit vollem Inventar. Natürlich. Ist das ein Bär oder ein Schwein da? Heute sind so eine Reparaturbank. Manchmal steht hier so eine. Kann ich alles reparieren? Ich muss den Stab reparieren. So ist er kacke. Hier ist normal Wolf. Noch solche Viecher. Revenant. In Ordnung. Wie jetzt? Da habe ich keine Ausdauer mehr, wenn er kommt. Lol. Bin gespannt, wenn man das alles skillen kann. Wie heftig das dann ist. Wieder woanders. Anstatt da rumzumachen. Aber so Open World halt geil. Oh, wieder Fallen hier, gell? Heiltränke, super. Oh, Bandagen haben die auch. Tierfälle. Naja, ganz viele Tierfälle haben die. Kann ich hier noch ein bisschen... Darf ich hier grillen? Nee. I'm not darfing here grill. Schade. Unbedingt irgendwann schauen wegen mehr Ausdauer. Selbst ein Zauberstab, der keine Ausdauer braucht, ist es manchmal wild.
Oh, leck. Links war, glaube ich, auch noch einer. Scheint wohnen die Typen hier. Keine Kiste oder so hier? Oh, den machen wir uns noch mal kurz den anderen Bogen. Oh, da ist ja noch einer vor mir. Hab ich ja gar nicht gesehen. Ja. Entschuldigung. Ausdauer, bisschen. Konnte nicht dodgen, keine Ausdauer. Geil, Mann. Ich habe geblockt im Schlagen, habe seine Haltung durchbrochen. Super. Also Melee-Kämpfe auch krass. Muss dann wirklich aufpassen, ist dann teilweise für Elden Ring hier. Überall Fälle hier. Ziehen den Tieren schon das Fell über die Ohren. Anders lässt sich dies jetzt nicht sagen. Aber ich hätte auch da hochgekonnt. Mit dem Haken. Ich verpasse so viel Harz. Ist das gut? Besserer Heiltrank. Alter, also wie soll ich denn jetzt... Den anderen Zauberstab habe ich nicht hier, gell? Vielleicht sind das die Schüsse magische Munition. Der einen einzelnen Eisbolzen erschaffen, der Gegner beim Aufprall Schaden zugefügt, anschließend ist er verlangsamt. Das wäre super. Habe ich nicht irgendwie einen Stab? Ein Zauberstab, der das nutzen kann? Ich habe ja da viele von denen. Ich habe es auch mit Feuer. Ich brauche einen Zauberstab. Ich hab einen zu Hause, aber da stand, dass man erstmal die Fähigkeit haben muss, so wirklich das zu benutzen. Ich dachte, mit Fähigkeiten ist halt der Skill gemeint, wo man dann skillen kann, auf Mage oder so. Das ist ein normaler Streitkolben. Das ist Bandage, das ist Holzverlagst. Trinken. Bären, das da. Ich habe nichts, was ich nutzen kann, das, oder? Nee. Aber ich würde den verbesserten Heiltrank schon gerne haben. Dann tun wir das nicht... gegrillte Fleisch raus. Und tun den hier in die Leiste. Tun das dahin. Dann haben wir halt hier 6, 7, 8 ist Heilung. So Harz, ne? Kann ich irgendwie noch hoch? Sind bestimmt noch ein paar hier von denen. Ja, hab doch Glöckner der Jägerin. Yo! Jetzt mal kurz Zeit nehmen, eine Sekunde. Ich wollte gar nicht so oft pinkeln. Erst einmal, glaube ich. Jetzt bin ich gefühlt in jeder Stunde pinkeln. Jetzt sind wir schon länger dabei und ich bin gar nicht pinkeln. Genau. Also. Doppelsprung habe ich. Wollte ich unbedingt. Wenn ich doppelspringe, macht die Nahkampf mehr Schaden. Habe ich mit dem Ding, was ist hier, in das Feuer. Die Max-Mehrsamzeit wird um 2 Minuten erhöht, dadurch wird, dass du länger erkunden kannst. Mehrsamzeit läuft diese Zeit aus, wird das Mehrsamzeit dich verschlingen. Ja, das ist ja normal, okay. Ich wollte eigentlich mal kurz hier hingehen. Wegen Gleiterverbrauch 30% weniger Ausdauer. Das wäre natürlich geil, mehr Gleiten. Oder wenn ich hier bei dem Gleiten die Sprungtaste drücke, kann ich nochmal hoch.
Das wäre schon geil, so ein bisschen fliegen. Aber was mache ich davor? Willenskraft-Attribut erhöht die Gesundheit um 20 pro Attributspunkte. Nachdem du Schaden erhalten hast, besteht die 20%ige Chance, 50% des Schadens als Feuerschaden auf den Angreifer zurückzuwerfen. Okay, dieser magische Effekt kann andere auslösen. Und dann so mit dem Aufwind oder der Schleichangriff fügt ahnungslosen Gegnern in massiven zehnfachen Schaden zu, um ihn auszulösen, schleiche und drücke E. Ja, okay. Das ist natürlich Hammer. Also entweder hier, ich will schon dahin. Das ist anders zu weit. Führe einen gnadenlosen Angriff aus, indem du E drückst, um einem Gegner, den du überwältigt hast, habe ich schon gelesen. Steinmetz, die Spitzhacke wird auch 30% mehr Schaden gegen Steinobjekte. Ja, das ist Farmerei hier. Erhöht dein Konstitution-Attribut um 1. Erhöht die Gesundheitspunkte pro... Ja, das ist, Konstitution ist ja quasi... Ist ja, glaube ich, Leben oder so. Dann hier... Physische Rüstung gewährt 10% mehr Dings da. Okay, das ist Full Tank hier. Bekommt zum Kampfmagier rein. Linke Maustaste ausweichen, welche dich auf den Gegner zustürmen lässt und mehr Waffenschaden verursacht. Das ist ja geil. Linke Maustaste, dann Ausweichangriff. Ersetzt die Ausweichrolle durch einen Teleport. Das dann geil ist, dass man sieht, wie man gedreht ist oder so. Klingt wild. Ja, das hat Mage teleportieren, ne? Alle Spieler umkreist 15 Meter, den Gegner pro Sekunde ein Lebenspunkt für jeden Punkt deiner Intelligenz. Oha! Neue Blüte, gesund. Okay, das ist Heiler. Totenbeschwörer. Wenn du einen Feind mit einer Magiewaffe tötest, bist du eine Chance, von 10% ein verbündetes Feuer ehrlich zu beschwören. Ey, was ist zum Teufel ist hier alles? Ein magischer Schlag, der getroffene Feinde wegstößt und betäubt. Das ist geil. Aber das wäre schon ultra, hier hinzukommen. Also, hier mit dem zehnfachen Tod schleichen. So eine Art Stealth-Kills. Dann mehr Fernkampfschaden. Was ich ja eigentlich auch will. Ich mache ja Range. Aber ich will eigentlich Magie-Range, kein Bogen-Range. Das verbraucht Ausdauer. Magie braucht keine Ausdauer. Aber ich möchte da hinten zwei Punkte. Eins, zwei, drei. Das sind immer drei Punkte. Aber ich finde das geil. Nachdem du Schaden erhalten hast, besteht 20%ige Chance, dass man Schaden 50% des Schadens als Feuer zurückgeworfen wird. So, nee, ich muss eh hier lang wegen dem Begleiter. Ja, ich muss eh hier lang. Kann ich das Skill ohne den anderen zu skillen? Außer Reichweite. Ach so, das hat man schon automatisch? Okay, das hat man automatisch. Jetzt haben wir, erhöht dein Geschick-Attribut um 1, erhöht den Fernkampfschaden um 5% pro Punkt. Hier war ich schon. Kann ich hier weitergehen? So, ich bin gekommen wie ein Komet, der 20-fach einschlägt, Digi. Das sind Jäger oder was? So, wenn ich ihn selbst schießen lasse, ist er stärker. Das ist genau das Gegenteil wie vom anderen Spiel. Bei Paulwert musstest du angespannt halten und hier macht er es dann selber. Also bei Paulwert hast du angespannt und dann geschossen. Hier hältst du gedrückt und dann schießt er, wenn er angespannt hat, als Maximum. Ja. Leben. Danke, appreciate. Ausdauer. Aber trotzdem konnte ich jetzt manuell schießen. Schwert 14 Schaden. Egal. Wie viel macht das epische Ding hier? Auch 14 Schaden, okay, passt. Er muss schon, dass ich mit Ausdauer immer hier reingehe. Ich muss jetzt irgendwie schaffen, dass ich auch... Oh Mann, diese Fälle hier. 16 Meisterstärke Stufe 1, Stufe 3. Weg mit dem. Ich muss dann schon, dass ich den Harz halt krieg. Nochmal überall. Grillen wäre nice, aber ich habe jetzt schon weggeschmissen, das rohe Fleisch. Wenn ich jetzt wegen einem Harz hier... Da ist einer. Wurde nicht gesehen. Ist das ein Häuptling oder was? Oh, das ist ein größerer. Kommt er nicht da durch? In seiner eigenen Basis?
Ja, hier, so ein Magierstab. Ein wilder und verfallener Magierstab, der die Macht der Erde entfesseln kann. Magierstäbe können mit Hilfe von Mana-Zauber beschwören. Rüstet Zauber aus. Deswegen, Zauber ausrüsten. Was kann ich jetzt wegschmeißen, um das zu testen? Mütze kann ich noch genug finden. Das ist das blaue Dings da. Plündern? Nehmen wir das mal mit. Jetzt sind Tierfälle. Ach so, wegen Stapel oder was? Nimm das mit. Testen wir das mal. Ich glaube, ich kann nicht diese Dinger nutzen da. Nimm mal als den Stab. Ich habe, der ist ja eh leer. Doch, Eisbolzen, Feuer. Oh. Doch, ich kann die nutzen. Das ist quasi. Das ist wie so ein Pfeil. Also wie so ein feiner Bogen. Und die Schüsse sind halt diese feuermagische Dinger. Krass. Das ist ja heftig. Das ist ja Brontal, Digi. Okay, noch zwei von den Teiltränken. Nee, lass mal nicht. Das lässt dich machen. Hier, looten. Jetzt kann ich auch Harz mitnehmen, passt. Warum muss ich hier hoch? Warum? Was hier? Nichts, oder? Nur wegen der Kiste, vor allem als falls man da nicht hochgekommen wäre. Okay. Andere Seite gibt es nicht. Aber da drin ist Action. Bin ja mal gespannt mit dem. Mit dem Zauberstab jetzt. Das dampft hier so komisch. Stinkt das hier oder was? Was ist mit denen? Ich bin geforzt! Wenn jetzt eine hier so nah wäre, wäre es halt schon wild. Schade, dass der Gleiter nicht so ist, so wie bei dem anderen. So ist so schwer zu kontrollieren, finde ich, wo man hinfliegt. Werde aber trotzdem auf den aufbauen, dass ich noch so einen Schwung kriege. Oh, Krypten bedeutet immer Fallen. War aber cool bis jetzt mit den Fallen. Mal schauen, ob ich die auch schaffe. Mein Inventar ist ja trotzdem noch ultra voll. Und ich gehe jetzt wieder so in eine Krypta rein. Kann man den looten? Ja. Den? Nee. Na, aufpassen hier. Indiana Jones immer hier. Genau schauen, überall fallen. Hier ist so ein Ding. Nehme ich lieber einen Bogen, oder? Irgendwas ist aufgegangen. Hier? Manuell? Okay. Hier ist nichts drin. Ich habe zwei Dinger deaktiviert. Ist irgendwas aufgegangen? Hier nicht. Ist noch ein drittes? Nee, also okay, nur eins wurde deaktiviert, oder was? Ja, nur eins wurde deaktiviert. Okay. Das eine war halt einfach die Tür. Ah, da oben. Ja, da komme ich doch nicht hin. Ich glaube, das muss dann auch mit der Hand machen.
Aber von hier. Jo, Mann, erschreck mich. Ich dachte, irgendeine Falle oder so. Irgendwas ist doch hier wieder. Oh, guck mal, die Jägerin, oder kann ich die befreien? Getrocknetes Pferd plus 1 mehr unter. Ich habe die Jägerin geholt. Oh. Feuersteinfeld plus 14 unter Jägerin. Deshalb freigeschaltet. Geil. Plus 14 mehr. Na klar. Ein Mark hinzugefügt. Saugeil. Also hat das Spiel so eine Story. So eine richtige coole Story bis jetzt. Was fehlt mir denn? Fleisch habe ich. Trinken habe ich. Pilze fehlen mir. Okay, also das heißt, in diesen einzelnen Kryptas haben die Leute in Schlaf geschickt, damit die Welt dann irgendwann besser ist und sie aufgeweckt werden. Hat aber nicht so gut geklappt, wie so wie immer halt. Und jetzt haben wir eine Jägerin, die können wir zu Hause erstellen und dann hinstellen. Fand ich interessant mit dem Schmied war das auch so. Okay, krass. Wollte aber noch nicht raus. Vielleicht kann ich noch das Rätsel da holen. Ich brauche so gelbe Punkte auf der an der Wand, wie ich die ich anklicken kann. Okay. Wir laufen hier einfach im Kreis. Jutta! Oh, knapp. So, es geht um das da oben. Wie komme ich denn da hoch? Ja, das sind die zwei Punkte irgendwie hier. Es geht nicht. Weiß nicht genau. Egal, nicht so schlimm. Ist wieder dunkel. Sollen wir nicht nach Hause porten mal? Komm, wir gehen mal nach Hause, oder? Ich glaube, das geht sogar. M? Ruhestein. Wo wohnen wir eigentlich? Schnellreise zum letzten Tal benutzt. Nee. Wo ist denn unser Zuhause? Zu Hause Stufe 1, ja, hier. Und Ruhestein. Ich muss mal die Sachen ausladen. Und ich hoffe, dass wir sie bekommen haben, den Jäger. Wir können diese Waffe mit einigen verbessern, auch wenn du kannst deine Ausrüstung noch effizienter einsetzen. Siehst du, ich bin da noch etwas, was zu gebrauchen. Ja, das ist nett. Eine Jägerin, einst die stärkste im Land und ein Alchemist mit dem Wissen der Zeitalter. Wecke sie, dann werden sie dir auf deiner Reise helfen. Neuer Ort. Miasma-Seele brauche ich da. Das müsste ich auf jeden Fall mal machen, hier das da. Funken brauche ich. Funken und ach hier, schau mal, hier habe ich Herzharz gebraucht. Ich habe so viel Harz liegen lassen. Mächtige Alchemie. Jägerin wird zur gejagten neue Quest. Ja, ich war an der Spitze. Lass mich mal kurz hier die Sachen ausleeren. Stapel ablegen. Shift R.
Bisschen schon, ein bisschen besser schon. GT. So. Elixier, Elixier. Achso, 5er Stacks nur. Stift R. Rune? Ich habe aber keinen so ein Teil, gell? Ich habe einen Funken halt. Ich habe einen Funken. Bedeutet das was? Ja. Ach so, der warte, welcher? Ich habe doch ein Stabchen, noch einen. Jetzt mal repariere ich die Sachen. Warte kurz. Reparieren alle Sachen, habe ich meinen Zauberstab wieder. Danke. Dann habe ich meinen Main-Staub wieder. Ich habe noch so ein Zauber, also das kann ich halt weg. Das sind die Schüsse. Ich habe anscheinend noch mehr. Oben reicht erstmal einer. Dieser eine Funken, da ist dieses Ding. Das ist, glaube ich, zum Reskillen. Da ist Harz, genau das hat mich eben gesehen. Aber ich habe so einen Funken, ich habe nur mehr Masma Spuren. Sporen. Ah. Okay, was will der jetzt? Wie zerlegt man Gegenstände? Lass uns deine bevorzugte Waffe mit einer anderen Ausrüstung verbessern, die du gesammelt hast. Zuerst müssen wir eine Waffe oder zwei zerlegen. Hab jetzt bloß keine Angst, die Hände schmutzig zu machen. Oh, ich habe ja Sachen weggeschmissen. Herstellen. Achso, ich habe meine Schmiede noch nicht gebaut. Die Schmiede. Hier, das wollte ich mal schauen. Metallplatten, Knochen. Jo, ich habe Knochen mir weggeschmissen. Ich hatte zwei. Okay. Einhändige Waffe haben wir schon. Rüstung, Verrüstung. Stoff, Tierfell, Garn. Könnten wir hinkriegen. Haben wir zumindest überhaupt was. Ja, wir sind ja nackig. Weißt du, ob es mit der Hitze hier auch geht? Also wegen Fell. Tierfellgarn. Tierfellgarn. Metallschrott und sowas. Brauchen wir. Ist leer. Garn. Tierfell. Das ist Metallschrott. Wie viel brauchen wir? Müsste. Ach so, warte. Wie heißt das, was ich immer down gesucht habe? Nicht bei den Sträuchern. Was jetzt eigentlich schon eine Menge haben sollten. Nicht Glühwürmchenholz. Was ich immer brauche hier. Mann, also dieses, was das mir halt nie was einfällt, so eine Kacke. Pflanzenfasern. Pflanzenfasern. Haben wir alles, okay. Also. Kopf. Brust. Handschuhe. Hose. Stiefel. Oder Schuhe. Ausrüsten, 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 ausrüsten. Charakter ist Taste. Kann ich mir nicht merken. N. So. Naja, guck mal. Magie und physisch schon mal 54. Jetzt bin ich nicht mehr nackt und krieg vielleicht nicht mehr so krass auf die Fresse. Ja, ich muss den Segen der Flamme erhöhen.
Hier sind diese Buff-Dinger. Ja, cool. Jetzt habe ich zumindest schon mal irgendeine Rüstung, die ich halt anhab. Und wie ist das mit dem Zerlegen, was er gesagt hat? Ach, hier oben? Guck mal, da ist noch Reiter. Hier sind alle aktuellen Gegenstände aus der Rucksack, deine Aktionsleiste aufgeführt. Verbesserung eines Gegenstands schaltet neue Perks frei. Ah, jeder Perk kostet Runen, sammle Runen, indem du die Waffe an andere Ausrüstung zerlegst. Ah. Ich möchte das verbessern. Ich möchte den verbessern. Also den hier verbessern. Leertaste. Okay, und dann mache ich das wie? Verbesserungen. Ich muss andere kaputt machen. Manuelles Handwerk. Rucksack. Ich will das verbessern. Leertaste. Attributsbonus. Attributsbonus. Eismagieschutz, Feuermagieschutz. Eisstich, Mana-Regeneration. Wie komme ich da weiter? Der hat gesagt, ich muss Sachen zerlegen. Wie denn? Schmied. Das weiß ich jetzt nicht genau. Richtig, richtig. Stein, Kohle, Holz. Stein, Kohle, Holz. Stein, Holz. Habe ich Kohle? Kohle habe ich doch gemacht hier drin. Oder nee, oder was habe ich denn gemacht hier drin? Da, Kohle. Holz, Erde. Ich kann die Schmiede bauen. Kämpfer, plus 500 mehr und der Schmied. Jo, jetzt habe ich mir die Einrüstung hergestellt. Da gibt es schon bessere. Roffel. Gott. Aber jetzt kann ich zumindest... Achso, wo habe ich die denn hin? Ich glaube, die ist jetzt irgendwo auch dabei. Bei zwei hier. Ach, ist aber süß, die kleine. Ich dachte, die ist voll groß, aber ist voll klein. Ja, Licht wäre halt auch geil, Mann. Also Licht ist halt auch Endgegner hier, glaube ich. Herstellen. Was geht denn hier? Metallplatten. Kohle und Metallschrott. Aber jetzt will ich erstmal schauen, was ich brauche. Habe ich keine Fackel oder so? Das ist einfach dieses anstrengend hier im Dunkeln. Fackel. Äste. Ja, egal. Warte. Kämpfer-Set. Metallplatten? Okay. Metallplatten, Metallplatten. Ich hab's sonst alles. Garn kann ich noch mal schauen. Metallplatten. Ja. Probieren wir. Deswegen haben wir das ja. Nicht die Anrüstung schon früher erstellen, sondern stimmen wir weit hintereinander her. Und dann kann ich die Anrüstung halt Kekse geben oder so. Falsch. Hier. Kohle, Metallschrott. Kohle, Metallschrott. Er gibt dir nur das. Kann ja noch hier Kohle machen eigentlich. Holz, genau. Habe ich nicht mal Metallschrott irgendwo? Ich könnte mal Tab, aber das geht nicht zu hier. Äste, Stoff, Glühwürmchen, Erde. Fackel, für die Nacht, jetzt ist es eh dunkel. Miasma, Funken, grober Steinbock, brote Pilze, gegrillter Pilz. Ich habe noch hier, kann ich stacken. Ah, eine Metallplatte habe ich schon. Holzpfeil nehme ich mit. Holz auch noch. Schutt, Runen, Äste. Ich wollte mal kurz schauen, wegen Upgrade hier. Achso, ich muss die Jägerin machen. Wie mache ich das?
Wie stelle ich die Gegner denn hier her? Ich hab sie ja geholt. Ich hatte keinen Taschenplatz. Bei dem Schmied habe ich, glaube ich, Taschenplatz gehabt. Dann war sie einfach in der Tasche. Okay, Funkenfilme, sonst habe ich alles. Da ist nämlich erstmal Seele. Kann ich sie hier herstellen? Das war so komisch, ich konnte dann NPC herstellen. Ach, guck mal hier. Glühwürmchenlampe. Ich habe die Glühwürmchen viele gesammelt, aber glaube ich wieder weggeschmissen. Ich weiß noch gar nicht genau, wie die ganzen Sachen ausschauen. Ja, ich brauche 5, ich habe nur die. Dann baue ich ganz normal. Kann ich das Teil nicht eigentlich reinnehmen? Ist immer draußen, weil ich hab's da. Da war das Haus doch nicht da. Na klar. Tu mal den Scheiß hier rein. Wohin denn? Geht's denn da dazwischen? Oh, diese scheiß Tische eh nicht, Alter. Eine Deko. Kann man sich gar nicht hinsetzen an den Tisch. Ja, dann habe ich es zumindest hier. Aber wie ist es mit der Jägerin? Also ihn konnte ich herstellen. Ich kann ihn sogar aufnehmen und herstellen. Ich habe ihn jetzt dann weggeschmissen, aber ich haben ja schon. Ich konnte ihn herstellen wie so ein Tisch. Kannst du dir nicht vorstellen. Nur eins, oder wie? Dann macht er alles. Ah, hier, guck mal. Habe ich schon mal den Kopf, wenn ich will. Magischer Widerstand 15, Magiewiderstand 10. Physischer, sorry. Also physisch besser, weil es ja der Helm. Aber weniger Magie, als die ich jetzt habe. Ich habe physischer 26, Magie 26. Ist das Thema besser, oder? Hä? Ah ne, das ist die Brust im Kopf geschaut. 7-7, sorry. Ich kann nicht bloß mit Kopf vergleichen. 7-7. Jojo, 15-10 war das. Alles gut. Stryman. Ja, passt. Das ist 42-21. Instant hergestellt. Mit einem Klick. Die Maustaste ausrüsten. Jawohl. Können wir das da, wo leer ist, das erste? Können wir das rein tun? Zack, und die Hose auch. Mit den Platten? 2. Was wollen wir hier? 3. Da 2. 3. 1. Okay, 2. Ich will schon Brust zuerst dann. Wären es überhaupt genug, die wir haben? Dauert hier alles so lang. Werden auf jeden Fall noch ein paar. Brauche ich hier Metallstoff und Kohle. Also habe ich Kohle ist fertig hier noch? Ja. Okay, Metallschrott. Den noch holen vielleicht. Aber müsste reichen für die Rüstung sogar. Ich habe es mir halt wild schwer gemacht da. Aber normal. Ich renne eh einfach drauf los. Hat geklappt. Hat geklappt. War vorsichtig. War schwer, aber war geil. Würde ich immer wieder so machen. F. Leertaste mir nicht. So. Rechte Maustaste ausrüsten.
Ja, ich bin halt nackig in den Kampf gegangen, das musst du dir vorstellen. Knockert. Ich bin knockert in den Kampf rein. Danke Sache. Die Pfeile sind gut, dass sie da sind. Das mit dem Aufwerten des Gegenstands habe ich noch nicht ganz gecheckt. Ich muss irgendwelche kaputt machen. Ich weiß aber nicht genau wie. Gibt es keine verbesserte Spitzhacke oder so? Holzfäller, Äxte hier. Spitzhacke, doch. Metallschott und Miasmaholz. Oh, ich glaube, ich habe Miasmaholz, habe ich nicht mehr, gell? Metallschott habe ich hier alles drin. Garn, Metallschott und Miasmaholz. Ich überlege nur, was ich jetzt aus dem Inventar raus tun soll, was ich unterwegs halt nicht brauche. Noch Miasmaholz? Rohes Fleisch können wir grillen gleich. Grillen wir. Harz muss ich nicht mitnehmen, das ist ja klar. Holzpfeil. Ja, die vier nämlich, das sind die Buffs. Das ist die Heilung. Und dann brauche ich Holzverlags. Ja, das ist halt Range. Range, Range. Range-Schüsse. Bauen. Buffs, ja, passt. Die unter, das muss ich mitnehmen. Das hier, glaube ich, kann ich alles weg. Die Bombe. Weiß ich nicht, vielleicht, wenn viele kommen. Mana-Trank ist jetzt egal, glaube ich. Kann ich die Sachen da lassen, oder was? Pflanzenfasern. Wegen Garn. Ich habe aber 8 Bandagen. Das ist schon mal gut, glaube ich. Das Fleisch gleich grillen. Holz, Tierfell. Sporen. Okay. Ja, das muss in die Leiste fürs Grillen. Jo. Dann kann ich das kleine Fleisch nehmen, bis irgendwelche wilden Gegner kommen. So, direkt da reinschieben. Ja, wenn man sich hier seitlich hinsetzt, ist das irgendwie seltsam. Einmal. Muss doch mal wieder gescheit hinsetzen. Ist doch kacke sonst. Hier. Jetzt hat. Könnte noch ein bisschen näher, aber egal. Zweimal. Schön grillen hier. Fertig. Dann können wir das zu dem Buffo tun. Es ist nicht so starkes wie das Wolfsfleisch, aber es ist trotzdem gut. Die Granaten machen mir Sorgen, nicht, dass ich die aus Versehen auswähle. Bin ich RIP. Sagen wir es fertig, dass ich was bauen kann. Ich glaube, zwei kann ich nur was bauen, aber ich habe jetzt die ganzen Sachen wieder rein. Oh Mann. Und du kannst dann natürlich bei dem Spiel nicht durch die Kisten bauen. Na, warum sollte man? Man muss halt alles in der Tasche haben. Aber ich habe gesehen, man kann hier. Was machen wir dann als nächstes? Die Handschuhe, die Hose. Ich glaube, die Hose bringt am meisten. Ne, hier. Wenn ich jetzt anpinne, dann steht hier, was ich brauche. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe gesehen, dass es geht. Und es war halt logisch, dass es das ist. Aber nicht hier drin ist es nicht mehr da. Tierfell und Garn. Bringt mir halt dann auch nicht so viel. Mach ich da Garn selber nochmal schnell. Wie viel? Das müsste dann noch stehen, wenn man in der Kiste ist. Als ganz wichtig. Damit man sieht, was man rausnehmen muss. Also, würde ich empfehlen. Würde ich empfehlen.
nee, Shift, Shift, okay. Also die Steuerung, die Tastenkombination, die ganze Sache ist komplett anders als bei anderen Spielen. Da muss man sich erstmal so ein bisschen da zurechtfinden. Ich verstehe nicht, warum sie das geändert haben mit den Standardtasten, aber ja, ist halt deren Sinn, ihr Game und eigene Engine, keine Ahnung. Man kann nichts fallen lassen, das finde ich krass. Man kann sich nirgendwo festhalten. Wild, mal kurz, bin mal schnell schiffen, dann geht's weiter. Sehr geil mit der Rüstung jetzt, ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Na ja, ey, krass, von 0-0 auf 89-47. Natürlich hat, oh, sogar plus Lebenspunkte gibt es hier sogar. Uiuiui. Physischer Widerstand, kann ich hier noch was upgraden? Weil da steht 0-0-0 bei Eis, Miasma und sowas. Das wird noch krass. Und ich verstehe nicht genau, was bringt das oder bedeutet das? Ich sehe gerade Rucksackerweiterung, ach du Scheiße, geil. Wenn ich eine Waffe ausrüste. Ich habe sie ja sowieso in der Hand. Haben die Waffen Werte? Haben die Waffen Werte oder was? Plus Haltbarkeit, Mana. Aber das ist doch, wenn ich das sowieso in der Hand habe. Also ich kann eine Waffe ausrüsten. Oh, jetzt geht zerlegen. Ah, jetzt, schau mal. Oh, jetzt kann ich zerlegen. Ah, ich habe die Fähigkeit quasi jetzt gelernt. Oder ich habe nie drauf gedrückt, rechte Maus, als bei den Waffen. Ah, so. Guck mal, was habe ich noch für Waffen übrig zum Zerlegen? Halt die hier Sachen hier, ne? Rechte Maustaste zerlegen, zack. Runen. Zerlegen und verbessern, neue Quest. Ich krieg Runen einfach nur? Hab doch schon Runen. Hier. 100. 100 Runen. Verbessern. Das hier. Ja, jetzt sind die Dinger auch hier, schau. Attributbonus plus Eismagieschutz. Feuermagieschutz. Ist es vielleicht das sind die Boni, die ich dann bekomme, weil ich sie in der Hand habe? Erhöhte Chance auf kritische Treffer. Erhöht den Hinterhaltsschaden um 20. Erhöht kritische Schaden um 20. Wutschaden, Schnittschaden, erhöht Chance auf Crit. Okay, hier ist nur das und das. Okay, peilig. Geil. Ja, muss man erstmal alles machen, verstehe nicht. Das ist halt. Okay, kann ich das Ding? Achso, nee, warte, ich gehe auf Charakter. So. Ah, ich kann nur die beiden ausrüsten hier. Plus 14 Kraft, plus 7 Kraft. Mach mal die. Ich glaube, ich habe dann das Attribut. Ja, okay, peilig. Peilig, peilig, peilig. Aber da, also das. Okay, das habe ich jetzt erst verstanden. Das ist nach so vielen Stunden, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Weil es ist, wie gesagt, das ist ganz anders als in allen anderen Spielen gerade. Garntierfell Harz. Schon zum dritten Mal alles weggetan, ne? Ich Depp. Tierfell. Honig. Garn. Vielleicht noch mehr machen. Oh, Harz? Kann sein, dass ich nicht mehr habe. Doch. Kämpferset. Dann können wir noch Handschuhe und Schuhe machen. Herstellen. Fehlt noch Schuhe. Habe ich. Dann Set komplett. Ausrüsten. Ausrüsten. Okay, jetzt habe ich beide Sets hintereinander gemacht. Aber überhaupt ist gut, dass ich es gemacht habe. 103,51. Ja, dann kann ich auf Erkundungsreise gehen. Aber die Erkundungsreise machen wir das nächste Mal. Ich habe schon gesehen, es ist spät, ich bin nicht mehr ganz so fit. Und ich muss noch ein paar Sachen fertig machen. Ich sag mal, war geil. Also der Anfang war ultra schwer. Dachte ich mir, oh Scheiße, was habe ich getan? Wieso das Spiel jetzt? Wieso nicht einfach Palworld, weil das Spiel dann gut ist? Aber man muss reinkommen. Man muss auch akzeptieren, dass das Spiel nicht so flüssig läuft. Ultra krasse Frame Drops. Mach mal von 100 auf 40, 30 runter. Das werden sie bestimmt noch machen. Nur ich habe hier mit der Vulkan Engine, ist es halt immer so. Vulkan Engine ist Katastrophe. Also egal. War cooler Spätzle gemacht. Und wir machen später weiter. Damit wäre dann Enshrouded Tag 1 abgeschlossen.